fahle Reiter. Ist es nicht merkwürdig, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind? Und doch besuchst du selbst das Reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort. Ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Komisch, dass ein Baum weise ist. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Musst du deine Fächer aufziehen? Es wäre klug, auf mich zu hören. Wie man mich braucht. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag mir, Reiter, was suchst du? Ich möchte meinen Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ah, ja. Ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, obgleich kein Ruf davon. Die Menschheit immer so schwach, das finde ich blöd. Die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile nicht, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu suchen. Doch der ist nur ein Portal. Was du suchst, ist der Quell der Seele. Der Quell der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen. Und mehr, das ist unnötig, wenn man das gleich erfahren hätte. Kanalisiert die Toten in dieses Königreich. Von jeder Welt. Oben und unten. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung. Schön, ich hab das Gebiet fertig und fang's jetzt nochmal an. Bereit für die Wiedergeburt sind. Du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche verbrannt. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch übrig. Wir sind nicht die Ersten, noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle. Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut. Und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Baum des Lebens, Baum des Todes, Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuckt deine Zunge nur Lügen aus? Viel wurde den Nephilim vorenthalten und den Vieren. Warum? Weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die wahre Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welten, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja. Vergessen? Nein. Die Nephilim. Wenn das nicht Schlüssel ist, den man braucht. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein. Könnte ich mir jetzt vorstellen, es würde so gut passen. Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter. Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Viele Portale sind geschlossen, aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Bitte, sieh dich um. Ja, das war harter Tobak. Ja, spa, blablabla. Lang nicht reden, ey. Dass ich dir glaube, wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen. Ja, das müssen wir gleich nochmal rausnehmen. Deine Seele nehmen. Bevor du gehst, Reiter, bedenke dies. Mein Volk ist vielleicht verloren, aber seine Relikte sind noch da. Du wirst sie auf deinen Reisen vielleicht finden. Die meisten sind sie wertlos. Nicht für mich.
Bring sie mir und ich gebe dir bare Münze dafür. Ach, halt endlich mal die Fresse. Meine Güte. Ja, das war harter Tobak. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt Mittagspause, oder? Das ist eine gute Idee. Diese Relikte übrigens, die kann man zufällig überall in der Welt finden und je nachdem welches das ist, geben die verschiedene Sachen. Entweder Erfahrung, Zorn oder Gesundheit oder sogar einen Fähigkeitspunkt. Ja, ganz nett, ne? Das war's schon. Auf jeden Fall speichern wir jetzt mal ab. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Ja, wir machen Päuschen. Bis bald. Tschüss. Ha, und da sind wir auch schon wieder. Ja, unsere Pause ging doch nicht so lang. Das könnt ihr nicht mitkriegen, aber glaubt uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Warum will mich Asche jetzt dahin lenken? Egal, wir müssen zum Schlangenpass. Oh, wir haben 5 Punkte. Ja, und wir sind Level 12. Das heißt, wir können uns die ganzen 3 Sachen erholen. Das wollten wir einmal nehmen, ne? Ja. Gelfen. Ja. 10% mehr Crit-Chance und 20% mehr Crit-Damage. So, was holen wir uns noch? Ach, Krähen ist doof, die machen eh nicht viel Schaden und Ghule brauche ich. Obwohl, Ghule sind eigentlich ganz praktisch. Ich weiß nicht, deine Entscheidung. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe die Punkte erstmal auf. Wenn ich irgendwann Hilfe brauche, dann. Ja. Oder ich kaufe das nochmal, weil das ist ja auch nicht schlecht. Oder ich verbessere ihn. Musst du wischen. Ich dachte, wir haben den schon einmal verbessert. Nö. Nee, ich heb mir die erstmal auf. Gut, mach das. Das machen wir später, wa? Jo. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall diesen wunderschönen Pfad entlang. Ja, diesen etwas Totempfad. Den Totempfad. Haha. Ha. Nein, wir reiten natürlich. Gleich kommen bestimmt mal ein paar Skelette. Ich kenne das Gebiet ja schon, ich habe es gestern abgeschlossen. Und jetzt darf ich es nochmal machen. Juhu. Hier müsste, glaube ich, oder vielleicht kommt hier eine Wohlgrim-Lokation irgendwo. Der ist hier etwas rarer, wenn man mal so anmerken darf. Also eine hat er, glaube ich. Aber die bringen ja eh nichts zum hin und her reisen, also das ist ja nur für nebenbei. Ja. Nur, dass man in dieser Welt halt einen hat. Aber ich glaube, wenn ich auf die Weltkarte gucke, weiß ich, wo die ist. Das kriegen wir schon hin. Skelette! Irgendwie macht die Pistole hier mehr Schaden als bei mir. Merkwürdig. Weiter, weiter! Könnt ihr jetzt niedermachen, aber das mache ich dann doch nicht. Ich hau lieber ab. Ja, man sieht, die Standardgegner hier sind dann Skelette anstatt diesen Kreationen. Ja, es gibt ab und zu auch noch Mumien und große Skelette, kleine Skelette. Hier kommen jetzt auch die Champions mit Waffe und Schild wieder mal. Bam, weggeschlossen, geschleudert. Ich muss mal kurz gucken, gibt es auch irgendwo was? Überall kleine Skelette, die Süßen. Die wollen nur spielen, die tun wirklich nichts. Joa, sind ganz putzig. Und den kann man ein bisschen üben. War doch irgendwo was. Anscheinend hier nicht. Ah, irgendwo schon. Hier muss man rein. Genau, dann gehen wir da auch mal rein. Sieht fast so aus. Schick, wie uns die Tür auch anstarrt. Schick. Ja, und wie schön das aufleuchtet dann. So, wir sind jetzt in der Bresche. Das wollte ich nicht. Ja, wie gehabt, Wandlauf erweitern und rüber. Das ist jetzt nichts Kompliziertes. Joa, wir müssen halt irgendwie den Weg füllen, ne? Richtig. Ja, komm ein Stück runter. Da ist wieder das Licht. Wieder sehr schön. Leuchtet da unten hin. So, da kommt ein Balken. Und dann geht es auch weiter nach rechts. Oh, ich glaube sogar hier kommt. Aber ich sage es nicht, wenn es nämlich nicht kommt, dann. Spoilerst du mal wieder. Weil es ja nicht oft genug passiert ist schon. Ich hoffe, es kommt und ich hoffe vor allem, dass es auch das ist, was ich denke. Weil, wenn da jetzt was anderes ist, dann. Ich ganz schön Bash hier habt. Eine Kiste. Bitte, bitte, bitte. Ich könnte es ganz so sagen. Ja, nein. Scheiße. Hm? Bei mir war es eine besessene Sense. Ach so, ja, ist ja random immer. Aber eine besessene Waffe ist doch schon mal ganz nett. Ah, die ist schon mal nicht schlecht.
Ja. Aber ich weiß nicht. Musst du wissen. Ich kann dir nicht zur Tat stehen. Boah, 244, was macht die? Och, die Thunder Smash ist besser. Hm. Ja, weil wir die halt schon zweimal aufgelevelt haben, ne? Na gut, das stimmt. Aber egal. Was bringt das? Nicht viel. Das macht da nicht auf. Ach, das sind zwei. Ja. Oben haben wir mal wieder die Schizophrenie-Fähigkeit. Ich weiß jetzt gerade nicht, was man hier machen. Ach so, doch, ich weiß, das können wir später machen. Ja. Am Ende nach diesem Dungeon, nach diesem Gebiet. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Also wir haben jetzt für das erste ungefähr 4-5 Stunden gebraucht, also für das hier auch nochmal. Naja, übrigens ist das der eigentlich erste offizielle Aufnahmetag von diesem Let's Play. Wir sind immer noch am ersten Tag. Ja. Ach, das ist witzig. Aber ich will erstmal hier gucken. Ah ja, mit 3 sogar, supi. Ja. Boah, hier darf man Speedrun machen, um rüberzukommen. Ja, war ja nicht so schwer. Aber ich fand's witzig gemacht. Ja, eine nette Idee. Ja. Ich bin enttäuscht, dass ich jetzt keine besessene Sense bekommen habe. Tja, da musst du dich wohl noch gedulden. So, hier kommen schon mal ganz überraschte Skelette. Hätte oh, damit gerechnet. Ich kann einfrieren, so kann ich einfrieren. Ach, das ist der Frost. Mhm. Cool, jetzt geht das sogar ganz rein manchmal. Wusch. Das finde ich aber gut. In der Tat, das ist sehr gut. Oh. Boom, 1300er Crit. 1K Crit. Ja. Das wäre in Vanilla WoW noch richtig viel gewesen. Ja, da war aber auch der Guru Endboss mit seinem Schaden, 100 Schaden pro so und so viele Sekunden. Dieser den ganzen Raid ganz schön viel. Ja. Da hat der Tank vielleicht 5000 Leben gehabt oder so. Höchstens, wenn überhaupt. So ein Tiergear war das schon. Ja, und jetzt 100.000, 200.000 oder was auch immer. Ja. Lächerlich, dass es sich so. Wird immer leichter. Die hätten es lieber schwer lassen sollen. Ja, so wie in Burning Crusade. Ne, nee, wie in Vanilla. Ja, Burning Crusade war aber auch heftig. Keine Ahnung. Wir reden schon wieder über andere Spiele, ne? Hat ja sonst nichts zu sagen. Weil das Spiel ja nicht toll ist hier. Nee, überhaupt gar nicht. Ist total langweilig. Nein. Ich glaube, das musst du mit der anderen Waffe machen. Ach. Geht das schon? Ja, musst du dann. Muss ich nachträglich machen, weil sonst wird die Brücke hier verschoben oder weggezogen oder irgendwas. Das ist der Rückweg. Ich weiß nicht warum, aber. Ah, jetzt wird die Brücke, genau. Muss die Brücke quasi umhängen. Na, das war der falsche. Was? Echt? An dem Schalter musst du den abschießen. Hab ich. Ach so, ja. Okay, ich dachte gerade. Meinst du? Ja, nur wie kommt man da ran? Ich hätte eine Kette machen, denke ich mal. Na gut. Eine Kette mal rum. Das hatte ich jetzt anders in Erinnerung, aber na gut. Vielleicht hast du auch einfach nur doof geguckt. Ha, das geht. Der Faule von heute, ne? Ich vermute mal, das geht so. Ich mache lieber ein paar mehr. Okay, das so nah wollte ich es nicht machen. Na? Ach so, das geht nicht. Was? Es gibt anscheinend ein Maximum. Okay. Ja, das ist schön scheiße, wenn da jetzt keine kommt. Vielleicht. Ach, da ist doch eine. Was? Wieso? Oh, doch. Nee. Nee. Hä? Hm. Egal, mal gucken, ob ich die jetzt von da treffe. Viel Glück dabei. Danke. Jo, ich sehe sie. Na. Jetzt. Na, geht doch. Wer denkt sich nur so ein Scheiß aus? Na, der Architekt gehört verprügelt. Malte, was hast du denn nur gemacht? Ja, wir wissen es. Das ist ein Skelettschlüssel. Das passt übrigens hier viel besser rein. Irgendwie schon, ne?
Davor müsste es eine Erschafferschlüssel sein, den wir auch irgendwie zufälligerweise hatten. Ja, aber das war ja auch zum Viecher erwecken. Ach, kleines Karabin. Voll nett gefunden. Yay. Sind nicht viele oder so? Nein, überhaupt nicht. Oh, ist cool, dass er einkommt. Das können manche Pirscher oder manche Streuner auch später, anscheinend. Ich hatte den noch nicht. Ich habe noch nicht das Vergnügen, aber... Vergnügen vor allem. Habe ich in einem Video gesehen.